20 Folgen. Kein Bock mehr. Das ist schon doppelt so viel. Finde ich ganz cool. Wir wollen dann halt versuchen, auch mitzumachen. Centos versucht das. Ich hab keine nicht? Zeit. Sie schon nicht, keine Ahnung. Ach, laber nicht. Ich brauch da ein wenig Zeit. So. Jetzt mach du dann meine restliche Plattform fertig. Centos Logistik anfangen. Und. Herr Debitor hat gesagt, auch in der Aufnahme, dass sie extra eine Seite dafür machen werden, wo man sich bewerben kann. Und nicht vorher. Was machen die ganzen Leute? Mhm. Bewerben sich natürlich unter den Videos. Das ist normal, weil sie wieder nicht zuhören können. Nein. Zuhören tun sie schon. Die hören neues Projekt. Oh, geil. Kann ich einen Kommentar schreiben? Naja. Was ist das denn? Ach. Das war jetzt fail. Jetzt muss ich überlegen. Ach, ich wollte das. Nein. Ich wollte das Glas wieder bauen. Ist das Light oder Fusen? Welches war denn das leuchtende Glas? Enlightening Glas, genau. Da brauchen wir Sand. Und ich habe mir halt gestern unter dem Video wieder durchgelesen gehabt, die Kommentare. Und da waren dann schon wieder solche dabei. Ist normal. Starte ein Projekt als YouTuber. Dann zack. Komm, ich will. Ja. Das Geile war ja. Darf man den Leuten auch vorschlagen? Ja, und dann hat einer irgendeinen vorgeschlagen. Debitor gefreit ist ja klein. Ja, ich gucke auf den Kanal. Irgendwie 400.000 Abos. Okay. Hab ich geschrieben. Was ist denn für dich klein, bitte? Alles unter 1 Million. Das ist für die meisten klein. Unter 500.000 ist für den Typen klein. Natürlich auch ein Jackpot, ne? Dann habe ich nur gesagt, okay, dann lass ich das mal so stehen. Ja, manchmal. Leute, weiß ich gar nicht auch nicht, was sie immer manchmal haben oder für Vorstellungen. Das kann aber halt trotzdem was bringen, ne? Wenn du als kleinerer da mitmachst und dann halt ein bisschen größere dabei sind. Ja, sicher, wer ist denn, glaube ich, Heiko ist noch dabei, ne? Heiko ist dabei, nicht Heiko, Heiko. Merkt mir den Namen. Also Castcrafter, Debitom macht natürlich auch mit. Ja, und du mal zuverwendig. Irgendwie hatte jemand gefragt, ob Paluten auch mitmacht. Warum? Oder Debitor meinte, Paluten kann mitmachen, aber er glaubt kaum, dass Paluten mitmachen würde. Ist halt klar, weil er immer mit seinen Leuten nur mitmacht. Ja. Wenn die mitmachen. Komischerweise Standard bei den größeren. Ach, die so unsichere Gruppe sagen, sind dann feste Truppe und dann. Nee, das ist halt die Sache. Wenn keine größeren dabei sind. Nö, nee, kein Bock. Das ist halt diese Größe abbrechen. Fame-Kinder. Ja, aber gut, bei Paluten geht es eigentlich. Das ist halt einer der wenigen, die noch bei Sky weitermachen. Macht eigentlich nur Spaß mit. Ein Bock auf Projekt hat. Ja, bei mir halt genauso. Aber wenn man halt natürlich Glück hat, dass man auch größer wird dadurch. Ja, sicher. Ein bisschen mehr Reichweite kriegt. Warum nicht? Absolut. Anders kriegst du das heutzutage auch gar nicht mehr hin. Mann. Aber ich find's trotzdem cool, dass Debitor überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu machen. Ja, weil es ihm auch ankotzt. Halt auch die Sache, dass er halt mit Leuten dann länger zusammenspielt und nicht einer der wenigen dann noch ist, die mit einmal noch spielen. Ja. Aber ich glaube, das wird bei den Kleinen auch kommen. Ja, wenn dann kein Bock mehr ist, dann. Tschüss, Deck. Ja. Dann gehen sie einfach wieder. 16 Plätze sind frei, meinte er. Die ziehen einmal Fame ab. Okay, wir haben jetzt so und so viel. Ja. Und dann tschüss. Man kann wir sind so bekloppt, wir ziehen ja natürlich immer richtig durch. Man kann Projekte so ausnudeln, ne? Und man, es geht immer mehr. Ständig. Es geht wir immer beide mehr. Ständig. Ja. Weiß automatisieren? Okay, erste Automatisierung 1 erschaffen. Reicht mir nicht, nächste Automatisierungsstand, dass es noch krasser und noch kompakter wird auf dem Block. Ja, die Frage ist halt, ob die jetzt selbst ein Modpack machen. Das wird ja wieder Modpack-basiert sein. Was ich nämlich denke, bis jetzt haben die ja immer selbst Modpacks gemacht. Ja. Wie Novus und so. War ja auch. Bin ich der Meinung. Novus war doch auch selbst das Modpack, ne? Kann sein. Guck mal.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist gut mit dem Quatschen. Ich muss gerade ein bisschen von dem Living Rock erstellen. Oh, 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 oh. Pennen! Oh, oh, oh. Vielleicht muss schlafen. Ja, doch. Nein, die Plattform ist null ausgeleuchtet, denn. Noch ja nicht. Deswegen sag ich ja, sterb doch, leg dich hin. Ja, leg ich doch. Bravo, Junge. Weil ich muss jetzt noch leuchtendes Glas herstellen. Ich kann eine Fackel mehr nehmen im Gang. Gleich Glas. Die Voraussetzungen sind halt, dass du einen Kanal hast, ja, wo du schon Videos hochgeladen hast. Der aktiv ist, glaube ich, letzten Wochen. Etwas aktiver ist schon. Und Minecraft auf jeden Fall gemacht hat. Und ja, und Minecraft. Weit weiß und ich das auch noch. Wie viele Abos brauche ich, dass ich mitmachen kann? 10. Und David Milliarden. Hat keine Abozahl gemacht. Ja, ist ja richtig so. Gesagt, man braucht keine Abos für sein Projekt jetzt. Du musst halt aktiv sein. Ja. Aktiv sind meistens, dass du trotzdem ein paar Abos hast. Ja, ist ja auch dann normal, schon habe ich sie. Ein paar auf jeden Fall. Das kriegt jeder hin. Sollte eigentlich jeder. Eigentlich. Ich bin halt der Meinung, drei sind halt besetzt mit den Plätzen. Oder ich glaube, es kann sein, dass das vielleicht sogar 19 Plätze sind und 16 für andere Leute. Ja. Weil als ich seinen Stream geguckt hatte, war nämlich noch ein anderer mit dabei. Also nicht direkt im Stream, sondern im Chat, dass er sich Discord anschaffen soll. Okay, und mit denen er das wohl auch plant, zusammen mit ihm und mit Heiko. Ja, wenn er ein Projekt selbst macht, dann muss er auch gucken, dass einer das schafft, irgendwie das zusammenzustellen, ne? Ja, klar. Ja, er hat ja eigentlich immer die Leute, die helfen, ne? Das ist halt nicht so das Problem bei Debitor. Ich finde halt das Bodenständige bei Debitor auch nur gut. Das ist ja das Richtige. Ja. Anstatt abgehoben so flieg zu sein. Ja gut. Auf Twitch hat er jetzt halt auch, dass er versucht, mehr Subscriber zu kriegen. Ja. Aber das ist verständlich. Will, glaube ich, jeder. Wenn du möchtest schon Leute ranholen, die auch vielleicht öfter deine Sachen gucken, denen das dann gefällt. Das ist noch subscriben. Und das macht er halt jetzt mit Gewinnspielen. Ja. Vorher war das mit Coins bei ihm, aber das hat er schon gestern erzählt. Ja, wo wir jetzt aufnehmen, da gestern im Livestream. Das ist für euch schon viel zu lange wieder her. Also ihr müsst denken, heute ist Ostern. Beziehungsweise Karfreitag. Ja, heute ist Karfreitag. Wenn die rauskommt, dann haben wir schon. Keine Ahnung, Mai. Mai? Auf jeden Fall. Wenn wir Pech haben, nicht Mai, sondern wir haben dann vielleicht noch erst April, weil jeden Tag zwei Folgen rauskommen. Das davon abgesehen auch noch. Wir hauen ja nicht nur eine Folge raus, wir hauen ja immer zwei. Ja gut. Dann gucken wir auf den Tacho. Na gut. Das sind nicht mal zwei Tage. Ne? Davon abgesehen, eine Stunde bei uns sind... Eine Stunde sind bei uns zwei Tage. Nicht vier Tage, deswegen zwei. Hauen wir auch immer zwei Folgen am Tag raus, weil wir ein bisschen ausrasten wollen. Ja. Und ja, wir haben noch Live in the Woods, aber das kommt, glaube ich, so immer so gefühlt einmal am Tag. Dann wieder mal eine Pause. Ja, dann kommt das auf jeden Fall immer einmal am Tag. Nachdem ich eine ganze Weile immer durch Monat, ein, zwei Monate überhaupt nichts gemacht habe, habe ich jetzt halt so richtig Bock wieder. Ja. Das ist echt krank. Ich glaube, das kommt jetzt, weil jetzt Sommer wird. Du hast eigentlich so kein... Jetzt ist noch so zwischen Sommer, also noch kalt und Sommer, dass du nicht weißt, du kannst nicht rausgehen. Ne, du kannst nie sowas richtiges machen. Jetzt noch arschkalt ist eigentlich. Ja. Dafür. Na gut, Sommer haben wir das auch mal gehabt, dass wir trotzdem... Ja, gut. Da auch, dann tschüss, rausgehen. Tschüss. So. Oh, schön viel Living Rock essen herstellen. Jetzt reihen wir das noch mal kleiner ein.
Weil außenrum kommt wieder Stein. Nee, in der Zeit, wo die Folge jetzt kommt, dann wieder ein neues Projekt gestartet. Spyro läuft die auch wieder. Oder ist vielleicht sogar schon fertig in der Zeit. Täusch dich. Weil ich schon wieder schön fleißig aufnehme. Jetzt, wenn es wieder am Suchten ist. Das ist auch schon wieder 7 Folgen, glaube ich. 6 oder 7 Folgen. Müssen wir so die Tage so durchrechnen. Sollte mir auch mal eine Liste anfertigen, was ich jetzt in Folgen gemacht habe und so. Ist manchmal ganz praktisch. Ja, deswegen verstehe ich Gronkh auch schon, warum er das macht. Spyro. Das waren 5 Folgen, die ich gemacht habe. Ich kenne nicht, ob man auch mit einem Befehl. Ich müsste nachher mal unser Dedelinski fragen, ob man mit diesem Hashtag-Befehl irgendwas auf einer Seite triggern kann, dass er es automatisch nachträgt. Weil zum Beispiel dieser Retweeter auf Twitter, den gibt's nicht mehr. Der ist nicht mehr aktiv. Hab ich schon gemerkt. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht überarbeitet er ihn auch gerade, kann auch sein. Ich glaube nicht, es kam keine Meldung oder so. Muss er endlich. Aber das kann. Muss er ja nicht machen. Nee, machen muss er es nicht, aber. Oder es kann sein, dass Twitter wieder was geändert hat, dass er den gerade nicht antriggern kann. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich mich kümmere. Was in den Dateien was geändert, oder? Ja. Mal normal ging das ja. Hashtag. Ich glaube, ich habe mal Let's Play Tweet oder so, oder Retweet. Und Hashtag YouTube. Das funktioniert ja immer. Dann habe ich halt gestern auch wieder 8 Folgen, nee, sogar 9 Folgen Yooka-Laylee aufgenommen. Yooka-Laylee? Ich habe mir was angeguckt, das ist ja so ähnlich wie Spyro, ne? Das ist ein geistiger Nachfolger von Banjo-Kazooie. Okay. Die Grafik ist geil. Ich hab's gesehen. Dann war ich gestern in der Eiswelt. Gott, ey. Du kannst dich ja transformieren, wenn du Moleküle in der Welt holst. Okay. So ein Schneeschub. Oder also so ein Laster mit einem Schneeschaufel vorne dran. Alles klar. Das kann ich wie die Dinge heilen. Schneeflug. Na, Schneeflug war einfach noch. Die Steuerung ist so scheiße. Wenn du irgendwo hoch musst mit dem Teil, um Hüte zu sammeln. Für so eine komischen Schneemänner. Eine gewisse Und dann Banane, jedes Mal schaffst ne? du runterzufallen. Ja, super. Also ich möchte gerade behaupten, ne, die Plattform ist fertig. Okay. Warum hat er hier Holz vergessen? Hey, du Arsch. Hast du da kein Holz mehr gehabt? Du Sackgesicht. Sackgesicht. Oh, an der Stelle kein Holz mehr gehabt. Nee, vor allem habe ich erst so eingetragen. 8 Folgen. Dann gucke ich. Kannst ja eigentlich auch 3 Folgen daraus machen. Ja, du kannst ja sagen, okay, machst 15 Minuten, paar 20 Minuten. Das höchste ist, glaube ich, eine halbe Stunde gewesen schon. Natürlich auch schon. Und zwar mit. Der erste Part. Ja, der erste Part sind sowieso immer. Ich, bei den Dingern, wenn ich Einzel-Let's Play mache, dann bin ich auch so, dann bin ich nicht zu faul. Also, ja, faul halt zu schneiden halt, ne? Dass ich immer dementsprechend aufnehme, Cut. Und dann wieder weiter aufnehmen. Oh, es geht da auch. Mit Ansage und Absage. Es geht alles. Und dann mache ich immer blöde Faxen. Das Video, was ich dir da geschickt habe. Mit Spyro. Ne? Du machst immer blöde Faxen. Das mache ich bei Yooka-Laylee auch. Dann drücke ich immer die Knöpfe, dass er irgendwie springt oder so. Und das dann halt als Anmerkung hinten ransetzen kann. Du machst immer Quatsch. Das heißt, immer so ein bisschen individuell ist. Auch pro Level dann. Du bist halt Zentus Quatschkopf. Du bist halt der Zentus mit Quatschkopf. Standard. Standardmäßig. Oh, ich hab gleich schon 3 Stacks Living Rock. Oh mein Gott. Oh, wenn du über was quatschen kannst, dann passt das. Deswegen bin ich auch gleich mit der Plattform fertig. Ich sammle gerade noch so aus den ganzen Kisten aus, ob ich irgendwo noch Zäune finde. Ich brauche nur durchgehen. Da mal 5 Zäune wieder, da mal 3 Zäune wieder. Alter, haben wir Langeweile? Sind Gott sei Dank keine mehr.